Jo, moin Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Video von mir. Und heute möchte ich euch ein Easter Egg zeigen, was meiner Meinung nach eines der besten Easter Eggs im ganzen Game ist. Man muss einfach mal kurz sagen, bevor ich jetzt wirklich mit diesem Video beginne, es ist ein Easter Egg, was ja eigentlich nicht so normal ist wie die anderen Easter Eggs, weil bei den anderen Easter Eggs ist es ja meistens so eine lustige Sache, so eine Anspielung. Und hier muss man einfach sagen, es ist was ganz Spezielles und ja, als erstes müsst ihr euch zu dieser Location hier begeben. Das ist am Friedhof. Ihr erkennt das ganz gut. Hier, das ist so ein Punkt überall. Ihr könnt das ja erkennen. Hier sind so drei Bänke. Und ja, jetzt geht ihr zu diesen Bänken und ihr seht hier schon, links und rechts an der Bank ist nichts Besonderes, außer Vagos, Schriftzüge und sowas. Aber hier seht ihr jetzt einen besonderen Schriftzug und steht da, zwar steht da in Memories Chris Edwards. Und ja. Dieser Chris Edwards, der hat eine ziemlich starke Bedeutung, sag ich mal. Er hat nämlich bei der Entwicklung von GTA 5 mitgeholfen. Also er ist ein Mitentwickler von Rockstar. Und dieser ist leider 2014 verstorben. Und das finde ich auf jeden Fall ziemlich cool gemacht von Rockstar, dass die hier ja, ihn sozusagen im Spiel verewigt haben. Finde ich auf jeden Fall super cool von denen gemacht. Es ist auf jeden Fall ziemlich besonders, dass sowas passiert, weil es wird ja nicht einfach so alles irgendwie da reingebracht und deswegen finde ich vor allem diese Sache, weil er auch verstorben ist, finde ich auf jeden Fall mega ja, schön. Und es ist jetzt kein besonderes Video, ich möchte nur kurz darauf hinweisen, weil ja, man sozusagen der Frau von Chris Edwards, finde ich ziemlich interessant, der Frau von Chris Edwards gesagt hat, dass es ihrem Mann zu Ehren ein Easter Egg im Spiel gibt. Allerdings konnte sie das nicht finden, weil sie nicht im Besitz einer Konsole ist. Und dieses Easter Egg ist auch gar nicht so alt. Und zwar hat das ein Spieler vor ein, zwei Tagen gefunden. Also ist auch noch gar nicht so lange im Spiel. Von daher kann man schon echt sagen, dass es was Besonderes ist, wenn es extra für die Frau gemacht hast. Das war's von mir jedenfalls. Wie gesagt, nur ein kurzes Video. Ich bin raus, Leute, und ciao.